Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute bin ich nicht alleine, ich habe meinen Freund hier, den Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Ja, der assistiert mir heute und hält mein Mikro. Und ich finde, er passt wirklich sehr gut zum heutigen Video, denn es ist wieder die Adventskalenderzeit. Oh mein Gott. Wie schnell ist dieses Jahr bitte Richtung Weihnachten gegangen? Und ich weiß, bitte, beruhigt euch, wir haben noch kein Weihnachten, aber es gibt trotzdem die ersten Adventskalender. Und ich kann mir vorstellen, dass einige vielleicht schon Adventskalender gekauft haben oder sich in Erwägung ziehen, bald einen zu kaufen. Deswegen werde ich natürlich auch dieses Jahr wieder einige Adventskalender öffnen. Und was ich euch auch nicht verheimlichen will, ist, dass ich zusammen mit dem Sinan einen YouTube-Kanal habe, einen ganz neuen, der unfassbar cool wird. Wir haben auch schon das erste YouTube-Video hochgeladen, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Es war wirklich sehr, sehr witzig. Und zwar haben wir Süßigkeiten probiert, die unsere Eltern uns als Kind verboten haben. Ja, ist natürlich unten der erste Link in der Infobox, also schaut da unbedingt vorbei. Der Kanal heißt Life Buddies und ist wirklich richtig, richtig cool. Den Adventskalender, den wir heute auspacken und analysieren werden, ist der Adventskalender von Maybelline. Der kostet knapp 50 Euro. Ich habe den bei Rossmann schon bestellt. Der Adventskalender hat das Thema Flugzeug. Also ihr seht, hier ist so ein Flugzeugfenster und hier haben wir dann so ein Flugzeugflügel. Also man sitzt quasi im Flugzeug und dahinter ist New York zu sehen. Also ich vermute mal, dass es New York sein soll. Hier hat man dann so eine kleine Notiz, sag ich jetzt mal, dass die Pink Sky High Mascara drin ist. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, ob die richtig gut ist oder nicht. Aber wir werden das, wie gesagt, jetzt einfach mal auspacken. 50 Euro finde ich für einen Adventskalender absolut in Ordnung, wenn auch gute Produkte drin sind. Ich löse jetzt mal hier die Packung. Der sieht wirklich sehr schön aus. Hier hat man jetzt nur noch New York drauf, ohne das Flugzeug. Ich finde das Packaging irgendwie mega, mega cute. Es ist so in diesem Rosa gehalten. Ich habe jetzt den Adventskalender mit 24 Türchen. Es gibt auch einen weiteren, also einen zweiten Adventskalender von Maybelline. Der hat 31 Türchen, ist in dem gleichen Design, nur in lila. Drin sieht er auch sehr schön aus. Man hat hier so ein pinkes Flugzeug. Hier steht dann Fly High with Sky High. Also irgendwie ist die Sky High Mascara bzw. dieses Sky High Thema echt so ein Ding dieses Jahr. Man hat hier noch so Flugtickets und ich würde sagen, wir fangen selbstverständlich bei der Nummer 1 an. Die ist genau hier in der Mitte. Schauen wir mal. Das hier ist Türchen Nummer 1. Könnte eine Mascara sein, worüber ich mich richtig freuen würde. Ja, es ist eine Full-Size-Mascara, was richtig cool ist. Und zwar The Colossal. Colossal. The Colossal. Ey, ich habe solche Probleme, Wörter auszusprechen. Aber das ist auf jeden Fall eine bekannte Mascara von Maybelline. Habe ich auch zu Hause, mag ich sehr, sehr gerne. Und es ist ein Full-Size-Produkt. Ich hoffe, by the way, dass einige Full-Size-Produkte in diesem Kalender drin sein werden. Türchen 1 hat mir gefallen. Gehen wir weiter zu Türchen 2. Und das ist hier oben. Das ist wieder so ein längliches. So schaut Türchen Nummer 2 aus. Ist sehr, sehr schwer. Ich vermute, dass ein Nagellack drin ist. Ja, ein Nagellack. Oh, und der ist wirklich schön. Das ist so ein perliger, also so weiß-pearl, was richtig schön aussieht. Und ist einer von den Superstay 7 Days Forever Strong Nagellacken. Für Türchen Nummer 2 finde ich das Ganze in Ordnung. Die Farbe ist wirklich schön, könnte ich mir auch gut auf den Nägeln vorstellen und passt auch zu Weihnachten. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Der Adventskalender sollte immer zu Weihnachten passen und das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Türchen Nummer 3 ist ein sehr längliches Türchen. Könnte ein Kajalstift sein. Oha, ich muss echt aufpassen mit dem. Wisst ihr was? Ich reiße das hier jetzt einfach ab. Jetzt geht es mir schon viel besser und man kann ihn viel besser anschauen. Also, Türchen Nummer 3 ist länglich. Ich denke, es ist ein Lip Liner oder ein Kajalstift oder vielleicht ein Eyeliner. Wow, cool! Es ist ein Eyeliner. Es ist der Hyper Precise All Day Liquid Liner in Matt. Finde ich richtig cool. Kommt hier in einer super feinen Spitze, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und darüber würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ich das in meinem Adventskalender hätte. Dann geht es weiter mit der Nummer 4, die haben wir hier oben. Das ist wieder so ein längliches. Es ist auch deutlich schwerer. Es könnte theoretisch wieder ein Nagellack drin sein, aber das fände ich ein bisschen komisch. Gucken wir mal. Was? Wie geil ist
das bitte? Das ist ein Full Face Primer. Und zwar einer meiner Lieblingsprimer von Maybelline. Das ist der Fit Me Luminous and Smooth Primer mit SPF 20. Also richtig, richtig cool. Vor allem ist es ein Full-Size-Produkt. Und ich finde, in Türchen Nummer 4 rechnet man absolut nicht damit. Hier sind 30 Milliliter drin. Auf jeden Fall ausreichend. Und der ist für normale bis trockene Haut. Kann ich euch richtig empfehlen. Den mag ich richtig gerne. Und wäre das mein Adventskalender? Ich würde am 4. Dezember den öffnen und hätte das drin. Ich würde mich des Todes freuen. Richtig geil. Nummer 5 ist hier unten. Oh oh, jetzt wird wieder was fliegen. Türchen Nummer 5 ist sehr, sehr lang. Also könnt ihr mir vorstellen, dass hier ein Pinsel drin ist oder vielleicht ein Kajal oder so. Ich bin einfach ein Brain, sage ich euch. Es ist tatsächlich ein Pinsel und zwar ein flacher, der wirklich sehr gut aussieht. Die Pinselhaare sind sehr, sehr fest dran, was sehr nice ist. Sehr klassisch in Schwarz, sieht richtig professionell aus. Und ich habe tatsächlich ein, zwei Maybelline Pinsel zu Hause, die ich auch super, super gerne benutze. Deswegen auf jeden Fall ein Winning-Produkt. Es geht weiter mit dem 6. Dezember und das ist, wie wir alle wissen, in Deutschland Nikolaus, aber ich glaube, in Amerika ist das Ganze nicht so und Maybelline New York kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Amerika. Also ich möchte jetzt hier keine Falschinformationen streuen, aber ich glaube schon. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da was Besonderes drin sein wird. Ich persönlich würde es mir natürlich wünschen. Was könnte das denn sein? Oh mein Gott, nein, wartet mal! Wartet mal, das ist die Türchen Nummer 9. Oh nein, ich bin so ein Loser. Türchen Nummer 6? Wo ist Türchen Nummer 6? Nein, das... Oh mein Gott. Es war doch Türchen Nummer 6. Türchen Nummer 6 ist wieder relativ schwer. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was das sein könnte, weil es fühlt sich nicht so groß an, aber trotzdem schwer. Im Nikolaus ist drin... Bitte? Ein Super Stay Ink Crayon und die mag ich so gerne. Ich habe die in der Farbe Rot, also in so einem Dunkelrot, in so einem Bärenrot und die mag ich richtig, richtig gerne. Das ist ein absolutes Winning-Produkt auch. Ich habe hier jetzt die Farbe 15 Lead the Way. Finde ich richtig nice. Ich werde diese Sachen übrigens jetzt nicht öffnen und swatchen. Einfach, weil ich die weiter verschenken werde. Und zwar an euch. Also falls ihr Lust habt, an der Verlosung teilzunehmen, dann schaut unbedingt jetzt in meine Instagram-Story. Da ist nämlich die Verlosung jetzt schon online, wo ihr alle Produkte aus dem Adventskalender gewinnen könnt. Also verpasst es auf jeden Fall nicht. Absolut geiles Produkt. Die Nummer 7. Wo ist denn die Nummer 7? Ach, hier. Die Nummer 7 ist da unten. Okay, jetzt ist der Ganze nicht mehr so stabil. Also, so schaut die Nummer 7 aus. Ist wieder ein länglicheres Türchen. Let's see. Oh ja, es ist wirklich ein Kajal, oder? Tattoo Liner Gel Pencil. Richtig cool. Hey, also meine Vorhersagen stimmen ja heute richtig überein. Und ich muss sagen, ich habe natürlich nicht geguckt, was da drin ist. Es ist für mich genauso eine Überraschung. Die Farbe von dem Tattoo Liner ist richtig schön. Das ist so ein Braun. Auch in der Originalgröße. Also bis jetzt waren alles Produkte Full Size. Nice. Naja, machen wir weiter mit der Nummer 8. Oh, das ist ein kleines. Klein, aber dafür sehr, sehr schwer. Ich vermute, es ist ein Nagellack. Ja, es ist ein Nagellack. Und zwar in einem Nude-Ton. So ein Nude-Rosé-Ton, würde ich sagen. Das ist die Farbe Bit of Blush. Finde ich sehr, sehr schön. In der Farbe habe ich auch vor kurzem meine Nägel für ein Fotoshooting und es hat richtig gut ausgesehen. Also es ist einfach so ein sehr natürliches, leichtes Rosa, aber so eher in die Nude-Richtung. Finde ich sehr schön. Türchen Nummer 9. Das ist hier unten. Oh, das ist ein langes wieder. Könnte wieder ein Pinsel sein. Ist relativ leicht. Also entweder ist es ein Pinsel oder ein Kajal-Lipliner, sowas irgendwie. Es ist ein Lipliner. Wie cool. Oh mein Gott, die Farbe habe ich sogar schon zu Hause. Das ist einer von den Color Sensational Lip Liner. Die sind absolut fantastisch. Ich liebe die. Und das ist die Farbe Dusty Rose. Trage ich privat sehr oft die Farbe. Und ich muss sagen, Maybelline hat mit die besten Lip Liner, die es in der Drogerie gibt. Woohoo! Oh mein Gott. So langsam freue ich mich richtig auf Weihnachten. Aber zuerst kommt noch Halloween. Weiter geht es mit dem Türchen Nummer 10. Das ist riesig. Und das ist sau schwer. Oh mein Gott. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ist da eine Foundation drin? Fände es nicht gut, muss ich sagen, wegen... Ja, es könnte dann nicht jedem passen. Ah,
keine Foundation. Ein Make-up-Remover finde ich auch nicht verkehrt. Ich habe die tatsächlich in meiner Teenager-Phase super oft benutzt, die Make-up-Remover von Maybelline. Man hat ja natürlich viele Make-up-Produkte und irgendwann muss man das Make-up ja auch wieder abschminken. Deswegen auf jeden Fall richtig nice. Ich freue mich, dass es ein Full-Size-Produkt ist und keine kleine Probe. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 11. Das ist wieder hier länglicher und so langsam leert sich auf jeden Fall der Adventskalender. Ist sehr, sehr leicht. Könnte theoretisch wieder ein Lip-Liner sein oder ein Kajal oder vielleicht sogar ein Pinsel. Was sagst du eigentlich dazu zum Adventskalender, hä? Gut? Ja, der findet es auch gut. Und es ist noch ein Tattoo-Liner. Diesmal aber anders, und zwar ein Gel-Pencil. Was denn hier der Unterschied? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier der Unterschied ist zu dem vorigen Türchen. Vielleicht ist der Applikator anders. Ah, okay, ich sehe, also hier ist es eher ein Kajalstift und hier ist es eher ein Eyeliner, glaube ich. Farbe ist genauso wie die davor. Also wieder so ein Braun, aber ein dunkles Braun. Finde ich sehr schön. Deswegen ist eigentlich ein cooles Produkt. Wir sind bei der Halbzeit und das ist ein riesiges Türchen hier unten und zwar die Nummer 12. Ist extrem leicht tatsächlich. Ich befürchte, dass da irgendwas wie ein Spiegel oder so drin ist. Sonst wüsste ich nicht, was hier drin sein sollte. Hä? Ah, oh mein Gott, ja, cool. Es ist eine Wimpernzange. Auch nicht schlecht. Ich muss sagen, vor ein, zwei Jahren fand ich Wimpernzangen in Adventskalender noch richtig blöd. Mittlerweile benutze ich aber so richtig regelmäßig Wimpernzangen. Deswegen finde ich das sehr, sehr nice. Kommt hier auch in einem coolen Design und zwar in so blau-schwarz. Finde ich sehr schön. Ich habe schon eine Wimpernzange von Maybelline zu Hause. Ich glaube vom letzten oder vorletzten Jahr Adventskalender. Und ich bin sehr happy mit der. Allgemein Wimpernzange sollte man sowieso regelmäßig wechseln. Deswegen nice. Nice to have auf jeden Fall. Halbzeit ist um. Das heißt, wir machen weiter mit Türchen Nummer 13. Das kommt hier auch wieder in einem länglichen Paket. Könnte vielleicht ein Lippenstift sein. Oh, es ist ein Concealer. Prinzipiell finde ich es natürlich extrem cool, dass in einem Adventskalender ein Full-Size-Concealer drin ist. Es gibt dabei nur ein einziges Problem und zwar ist es total hautfarbengebunden. Das heißt, wenn ich jetzt Medium to Dark bin oder Dark to Dark, wollte ich gerade sagen, oder extrem light von der Hautfarbe, also damit ist gemeint extrem hell oder extrem dunkel, also zum Beispiel, wenn jemand eine dunklere Hautfarbe hat als ich zum Beispiel und so ein Concealer drin hat, kann die Person ihn halt einfach nicht benutzen. Ich finde schon, dass man da hätte eine andere Lösung finden können. Vielleicht ein anderes Produkt, irgendwie ein Lippenprodukt nochmal oder so. Oder ein Lipgloss. Finde ich schon schade. Es ist allerdings auf jeden Fall der Fit Me Concealer, den ich persönlich sehr gerne mag. Den habe ich heute auch drauf, witzigerweise. Also ich trage den Fit Me Concealer gerade in meiner Hautfarbe. Das ist so ein Mittelding, ne? Also eigentlich finde ich das Produkt gut, weil ich das Produkt echt gerne mag. Aber dadurch, dass es halt hautgebunden ist und viele Menschen vielleicht traurig macht an dem Tag oder so nicht weiter verschenken müssen oder so, ist ein schlechtes Ding. Deswegen würde ich sagen, ist so ein mittleres Ding. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht super gut. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr Concealer in Adventskalender findet. Machen wir weiter mit der Nummer 14. Ist sehr leicht. Schaut so aus. Ich muss übrigens sagen, die lassen sich so leicht öffnen. Ich finde die Pakete, also das Packaging, doch irgendwie ziemlich cool. Und in der Nummer 14 haben wir ein Augenbrauenprodukt. In der Farbe steht nicht da. Es ist auf jeden Fall ein Augenbrauenprodukt. Ah, ein Augenbrauenbürstchen. Ein Augenbrauengel. Haben wir hier in der Farbe dunkelbraun. Also es ist wirklich schon relativ dunkel. Und da haben wir jetzt wieder das gleiche Problem von gerade eben, dass es total gebunden ist an die Haut- und Haarfarbe. Mir persönlich würde das jetzt passen, weil es ein dunkelbraun ist und ich bin braun, also ich habe braune Haare. Wenn man allerdings jetzt blond ist, kann man das nicht benutzen und müsste es weitergeben oder, keine Ahnung, verschenken oder so. Was natürlich super ärgerlich ist. Hier hätte ich es besser gefunden, wenn man ein durchsichtiges Augenbrauengel gemacht hätte. Das hätte irgendwie niemanden was genommen und alle hätten sich darüber gefreut. Deswegen ist es eher so ein mittleres Produkt. Das nächste Türchen ist die Nummer 15. Ist hier wieder in einem kleinen Paketchen. Super schwer. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich ein Nagellack. Hoffentlich eine schöne Farbe.
Ja, und zwar, das ist ein Express-Maniküre 3-in-1 Stärke, Halt und Glanz. Also das ist ein Nagelhärter. Schaut so aus, heißt, der hat keine Farbe, sondern der ist einfach nur für die Pflege der Nägel da. Benutze ich persönlich nicht, aber ich denke, für Leute, die so gerne ihre Nägel machen und es von zu Hause aus machen, ist es schon ein cooles Produkt. So, die Nummer 16 haben wir hier unten. Ist, wow, super leicht. Ich vermute, dass ein Pinsel oder ein Lipliner oder so ist. Oh, nochmal ein Tattoo-Liner. Okay, jetzt haben wir schon 3 Tattoo-Liner. Diesmal in der Farbe Blau. Das heißt, es ist das gleiche Produkt wie auch vorhin, nur in einer anderen Farbe. Man hat hier wieder das Produkt, da hinten das Schwämmchen zum Aussmoken und Verblenden. Finde ich echt cool. Also ich persönlich würde das benutzen. Ich weiß halt nicht, wie andere Leute das sehen, aber es ist halt ein Augenprodukt, was auch echt nice ist. Also für mich auf jeden Fall ein gutes Produkt. Nummer 17. Wir gehen so langsam dem Ende zu. Und es ist ein sehr langes Türchen, was relativ leicht ist. Oh. Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo ich das erste Mal sagen muss, dass ich das Produkt nicht mag. Es ist eine Nagelfeile. Ist okay für Leute, die sich halt von zu Hause die Nägel machen, ist es wahrscheinlich cool. Ich persönlich finde es halt irgendwie so ein langweiliges Produkt, deswegen würde ich eher so einen Daumen runter geben. Ich bestimme ja nicht für die ganze Welt, deswegen würde ich mittel sagen. Ist halt eine Nagelfeile. Kann man immer gebrauchen eigentlich. Die Nummer 18 kommt als nächstes. Die ist hier unten und jetzt haben wir wirklich nicht mehr viele Türchen. Dieses Türchen hier ist das komplett lila und sieht echt schön aus. Vielleicht ist es ein Lippenprodukt. Vielleicht ein Lippenstift. Ja, Alter, ich bin so gut. Ich schwöre, ich wusste nicht, was drin ist. Und die Farbe ist auch richtig schön. Das ist die Farbe 207 Pink Flink. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Es ist ein Ton, was jeder tragen kann. Egal ob hell oder dunkel oder mittel oder was auch immer. Grün, blau, gelb. Man kann die Farbe tragen. Es ist nämlich so ein leichtes Rosa. Eher so ein Altrosa, eher wieder in die Nude-Richtung. Finde ich super schön. Ich liebe die Lippenstifte von Maybelline und kann die euch wirklich sehr empfehlen. Deswegen absolutes gutes Produkt. Finde ich nice. Dann haben wir die Nummer 19. Ist wieder ein längeres Paketchen, relativ leicht. Oh, keine Ahnung. Nochmal ein Kajal. Es ist tatsächlich ein Kajal in der Farbe 33 Black. Das ist ein Produkt, was jedes Jahr im Adventskalender drin ist. Einfach ein schwarzer Kajalstift. Ist auch in den meisten Make-up-Adventskalender drin. Jedes Jahr bei Essence, jedes Jahr bei NYX, jedes Mal bei Catrice. Also wirklich, das ist so ein Allrounder-Produkt irgendwie. Beziehungsweise halt ein Produkt, was immer drin ist. Finde ich cool, kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Ist jetzt nicht extrem spannend, aber trotzdem ganz nice. Wir kommen zu den 20er. Hier die Nummer 20. Wieder ein bisschen länglich, fühlt sich aber trotzdem relativ schwer an. Hier ein Lipgloss, könnte ich mir vorstellen. Oh, cool. Es ist ein Blush und zwar einer von den Cheekies. Finde ich richtig cool. So schaut der aus und es ist die Farbe 20 Rose Flash. Also auf jeden Fall ein cooles Produkt. Ich persönlich habe so eine kleine Geschichte mit diesen Cheekie Blushes, weil ich am Anfang absolut nicht verstanden habe, wie man die aufträgt und die haben bei mir nie funktioniert. Es sah immer fleckig aus und vor kurzem habe ich mal wieder welche ausprobiert, beziehungsweise meine Farbe, die ich schon zu Hause habe und da sah das auf einmal dann voll schön aus. Also das ist so ein Produkt, damit muss man sich so ein bisschen beschäftigen. Ansonsten, wenn das drauf ist und verblendet ist und nicht fleckig, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Creme Blush, eigentlich nice to have und finde ich gut. Ich bin ehrlich mit euch, so langsam muss ich kacken, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und zwar mit dem nächsten Türchen. Das ist Türchen Nummer 21. Ist hier wieder klein und schwer. Das heißt, es wird ein Nagellack drin sein. Und damit wäre es der vierte Nagellack und auch unser letzter. Also absolut noch in Ordnung. Mehr fände ich nicht gut. Wow. Das ist wieder Nagellack aus der Superstay Forever Strong 7 Days Reihe. In einem sehr dunkelrot. Ey, das passt so gut zu meinen Nägeln gerade. Richtig, richtig schön. Absolut weihnachtlich. Finde ich sehr cool. By the way, bis jetzt würde ich sagen, sind es keine Produkte, die extrem auf Weihnachten ausgelegt sind. Man hat schon so Farben, die immer passen, egal welche Jahreszeit und so, was ich sehr nice finde. Das hier ist halt irgendwie natürlich so Herbst, Weihnachten. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass es wahrscheinlich der letzte Nagellack ist. Nummer 22 ist sehr leicht. Ich bin gespannt, was es sein könnte. Wahrscheinlich ein Pinsel. Oh mein Gott!
mein Gott, ja. Ey, ich bin so gut. Es ist ein Augenbrauenbürstchen. Auch wieder natürlich hier in schwarz. Passt zu dem anderen. So, seht ihr es mal. Hier steht auch nochmal Maybelline drauf. Augenbrauenbürstchen ist ein bisschen lame. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendwie so ein Highlighter-Pinsel oder so drin gewesen wäre. Oder so ein fluffiger Lidschattenpinsel. Aber es ist in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich würde das auf den Stapel weiß nicht machen. Türchen Nummer 23, ein Tag vor Weihnachten. Man fühlt hier gar nichts. Ah, doch jetzt. Oh, was ganz Dünnes und Schmales, glaube ich, ist da drin. Ein Lip Liner. Oh, okay. Und zwar einer von den Color Sensational Lip Liner in der Farbe 132 Sweet Pink. Diesmal in Holzstiftform. Boah, ich sag euch ehrlich, ich mag die anderen ein bisschen lieber als diese Holzstifte. Deswegen hätte ich mich gefreut, wenn es nochmal einer von den anderen gewesen wäre, aber in anderer Farbe. Aber ist auch in Ordnung. Ist ein sehr, sehr heller Ton. Ich wüsste jetzt nicht, ob der mir so besonders stehen würde, um ehrlich zu sein. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ist auch in Ordnung. Ist akzeptiert. Das letzte Türchen, Leute. So, ich packe den Adventskalender jetzt mal weg. Das letzte Türchen ist selbstverständlich die Nummer 24. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde mir eine kleine Lidschattenpalette darin wünschen. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich eher an wieder ein Lippenstift. Wir machen jetzt mal auf. Ich bin gespannt. Heiligabend. Wichtig. Oh mein Gott, okay, ich hätte da drauf kommen können. Es ist selbstverständlich die rosane Sky High Mascara. Oh mein Gott, ich habe gar nicht daran gedacht. Auf dem Adventskalender stand ja vorne noch drauf, dass die inklusiv ist. Wir schauen jetzt mal nach. Ist die wirklich pink? Oh, die ist ja wirklich pink. Ich dachte, die wäre schwarz. So schaut das Packaging aus. Also wir kennen alle die Sky High Mascara. Ich glaube, wir alle lieben auch die Sky High Mascara. Ich persönlich liebe sie auf jeden Fall. Ich struggle gerade so ein bisschen mit mir selber. Prinzipiell finde ich es cool, weil ich das Packaging von der Mascara auch richtig cool finde. Es passt sowas von gut zu diesem Adventskalender, einfach auch von der Optik her. Aber wenn wir es jetzt mal auf den normalen Gebrauch nehmen, würde ich sagen, es ist eher ein nicht so gutes Produkt. Weil, seien wir mal ehrlich, wer von uns trägt pinke Mascara? Das ist halt so ein Produkt, das ist irgendwie schön zu haben, aber man kann es halt irgendwie oder man benutzt es halt nicht jeden Tag. Eigentlich schade. Vielleicht sollten wir alle mal mehr pinke Mascara tragen. Ich finde es in Ordnung, aber ich probiere immer so von über den Tellerrand zu gucken und ich glaube, es wäre für viele nicht so cool. Ich habe jetzt nochmal nachgezählt. Es sind 17 Produkte, die ich richtig geil finde und gut finde und der Rest, also 7 Produkte, die ich mittelmäßig finde. Ich persönlich finde schon, dass man den Adventskalender, dass er auf jeden Fall lohnenswert ist. Der hat auch einen höheren Preis, wenn ich alles zusammenrechne, als das, was er kostet. Der Warenwert liegt wahrscheinlich so bei 80 Euro oder so. Ich blende es euch hier mal ein. Ich werde alles nochmal zusammenrechnen und ich würde es auch sagen, dass er sich lohnt. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Adventskalender ich als nächstes öffnen soll und dann würde ich sagen, fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig und bis dann. Tschüss! Und vergesst nicht, das hier alles verlose ich genau jetzt auf Insta.